Thymian will Milch sammeln. Woher wusste ich das? Re-Let's Play. Im Stream? Könnte man natürlich auch machen. Himia und Markhose. Liebt mich, ne? Schwesterlein sagte um 16.57 Uhr Dedra-Quests. Um 16.58 Uhr sagt sie, stimmt, Dedra-Quests. Schwesterlein, hast du innerhalb von einer Minute vergessen, was du geschrieben hast? Und außerdem, guck mal hier. Oh. Rotwurz. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie mittlerweile mehr Drachenbäume hier gibt. Waren wir hier schon mal? Hallo? 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 Silorn. Ach was. Die Tür wird zugehalten durch eine magische Kraft. Na bitte, da haben wir ja schon wieder was. Die Frage ist nur, was ist die dazugehörige Quest? Könnte man natürlich jetzt rausgoogeln. Ach so, das stimmt, war auf Fimion bezogen. Es scheinen keine Sterne auf den Schicksalssteinen. Bezüglich Dedra-Questen, dann müsst ihr mir aber mal sagen, welche wir machen können. Ich weiß nicht mehr genau, welche wir schon haben. Von Hirzin oder wie der heißt, das haben wir schon gemacht, das weiß ich noch. Aber dann hört es auch schon auf mit, ich weiß. Untertal. Nee, Undertale steht eigentlich nicht so auf dem Plan. Ne, wat? Ich höre aber da lang. Hallo? Ungerecht. Vibi Raffi again. Hm, wo kommen wir denn hier hin? Hemerus Mora ist der Letzte. Inwiefern der Letzte? Da ist eine Fliege, die findet das gerade total geil, auf meinem Bildschirm rumzuflattern. Darum ist ein Oblivion-Tor. Hier dürfte... Warte mal, hier... Umar? Na, ach Quatsch. Umar, ja, genau. Weißt du, bist so halb irgendwie so zwischen Tälern, alles grün. Ah, es muss Umar sein, definitiv. So zugeschneit, wie das hier ist. Uah. Dies ist ein Überfall. Gib's her oder stirb. Ja, okay, ich geb ihm 20 Dollar. Ja. Na, dann komm mal ran. Nee. Nee. Mehr könnt ihr also nicht. Oh, doch, doch. Boah. Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Boah. Schlechter. Ganz schlechte Antwort. Ja. Was ist los? Uff, uff. Wow. Sag mal, wolltest du mir gerade in den Sack pieksen mit dem Ding, mein Freund? Klar, betagt. Nein, die waren nicht von der Grove Street, die waren von Los Vagos. Oder der. Aua, hier los. So, gerade noch mal ein bisschen im Chat querlesen. Ah, man kann seine Quest nur als letztes machen, okay. Also von...
gerade relativ sicher, was gehört zu haben. Aufwachen. Arbeit. Ach ja, Tennessee hat übrigens an den Pain Olympics teilgenommen und haushoch verloren. Ah. So friedlich hier irgendwie gerade. Und schön hier, muss man sagen. So die unberührte Natur. Aha. Na, mein Freund! Hinten habe ich. Habt ihr das nicht auch gehört gerade? Dieses Knarren? So wie auf so einem Schiff oder so. So, erstmal einen Segen abgeholt. Hinten scheint ein Haus zu sein. Ich glaube, wir waren hier schon. Was ist das für ein Haus? Melus Petilius wird. Ah. Bitte lasst mich in Frieden. Ich erinnere mich gerade nicht mehr, was es für eine Quest war, aber ich weiß, dass wir die mal hatten. Hinten ist noch ein Haus. Da ist eine ganze Siedlung. Schwesterlein meint übrigens, es sind die Bäume, die diese Geräusche machen. Ach, hier waren wir noch nie. Noch nie. Ja, ich wollte eine Mischung aus nie und nicht. Guten Tag. Hallo. Ich habe gehört, dass sich die Fürstenhäuser von Morrowind in Aufruhr befinden. Mhm. Indori liegt in Schutt und Asche und Redoran wird von den Nord von Himmelsrand belagert. Angesichts der gewalttätigen Vergangenheit von Morrowind ist dies nicht überraschend. Wir können nur hoffen, dass die Probleme schnell ein Ende finden werden. Seht euch vor. Seht euch vor. Wie schön, euch zu sehen. Seid gegrüßt, Bosmer. Moin. Ich fühle mich geehrt, mit dem Meister von Cyrodiil zu sprechen. Was benötigt ihr? Sag mal, das für eine City hier, mein Junge. Schönen Tag. Schönen Tag. Können wir beide nicht allzu viel erzählen. Molag Bal haben wir, glaube ich, auch schon gemacht, die Quest, ja. Irgendwann haben wir, glaube ich, auch seinen Streitkolben oder was das war, um zu liegen. Es ist mir eine Ehre, mit dem Champion von Cyrodiil zu sprechen. Was braucht ihr? Infos, mein Freund. Ich will wissen, was das für ein Ort ist. Schade, nur billiger Wein. Hätte ja sein können, dass wir die letzten zwei Flaschen Schattenbannenwein gefunden haben, die übrigens auch noch offen sind. Also nicht die Flaschen hoffentlich, aber... Ah, meins. Ich glaube, hier gibt es aber nicht allzu viel zu holen. Dunkelbier. Oh, 3 Gold, mein Freund. Jetzt haben wir genau 166.000. Hat sich gelohnt, mein Freund. Hat sich richtig gelohnt. Was, Cheogorath? Haben wir die Quest von Cheogorath Schrein noch nicht gemacht? Bye bye, General.
Müsst ihr mir mal sagen, wo wir den Schrein finden? Von Shiogora, dann können wir das ganz gerne machen. Nördlich von Leavin. Sieht so aus, als hätten wir den hier noch nicht. Oder? Nee, das ist Nocturnal. Nördlich von Leavin. Linke oder rechte Seite? Südlich kann ich mir nicht vorstellen. Gezeitenhöhle. Ich glaube, da waren wir auch mal drin. Hier müssen wir mal gucken, was hier noch ist. Aber ich glaube... Ah, ich glaube, da waren wir schon mal. Links. Okay. Jetzt nur die Frage, wo? Irgendwo hier in dem Dreh? Könnt ihr ja mal... so ein bisschen umreißen, wo ungefähr wir das finden. Hier ist zum Beispiel Grenzburg. Ja, Google hilft. Ich bin aber auf dem Stream, mein Freund. Wir streamen bis, keine Ahnung. Bis wir keine Lust mehr haben. Der arme Tennessee muss jetzt Hausaufgaben machen. Und übrigens, ich bin cool. Willkommen zurück. Ich muss echt mal ein bisschen mehr auf den YouTube-Chat achten. Also selbst jetzt. Nördlich von Grenzburg. Grenzburg. Die Frage, wo ist Grenzburg? Da, wo deine Maus ist, nur ein bisschen nördlicher. Na gut, das ist schwierig im Stream. Ja. Ich bin cool. Ich weiß leider nicht, was du verpasst hast. Da haben wir jetzt halt Knights of the Nine zu Ende gebracht. Was hat denn der eigentlich für einen Klötenschutz da unten, sag mal? Alter, ey, da kannst du ja mit Stahlkappenschuhen reinballern. Da passiert immer noch nichts. Jetzt gehen wir einfach mal hier hin. Ach, hier, Grenzburg. Da ist es ja. Ich bin doch blöd. Nördlich von Grenzburg. Was ist das denn? Ach, ein Schaf. Also so selten Schafe. Okay, also müssen wir direkt in die Richtung. Dann gehen wir einfach mal lang. Wo es hier so schön quakt. Schwesterlein, ich kann den Link leider nicht öffnen, weil Stream halt und so, ne? Oblivion ist wie gesagt nicht so Switch-freundlich. Wir haben noch nichts auf dem Marker. Best. Ja, dann gehen wir ein bisschen rechts lang. So eine Heususe. Nordwestlich von Leavin. Wie kann das bitte? Westlich kann ja kaum sein. Mein viel Platz ist hier nicht, ne? Ah, da ist was auf der Map. Och, leck mich doch fett. Ich bin zu schwer belastet, ey. Ständig muss ich Diät machen. Prost. War der falsche Knopf. Ja, Schwesterlein, ich weiß. Der YouTube-Chat ist wahrscheinlich auch ist auch ein bisschen meine Schuld, dass er nicht so aktiv ist, weil ich viel zu wenig drauf achte. Da muss ich echt nochmal ein bisschen mehr drauf achten, was die Leute da schreiben. Es wäre eigentlich perfekt, wenn ich irgendein Programm hätte, was beide Sachen irgendwie vereinen würde, also ich beides zusammen sehen kann. Shiogorath Schrein! Auf YouTube scheint es tatsächlich mehr Lag-Probleme zu... Okay.
Okay. Ja. Okay. Wie gesagt, YouTube-Chat und so muss ich mal echt mehr drauf achten. Restream.io, damit geht das. Alles klar, vielen Dank. Schwesterlein, könntest du das bitte eben kopieren und abspeichern, dass ich das vorgemerkt habe für später. Ich quatsch derweil mal mit hier Ding. Ort, kein Ort. Hier, nicht hier. Willkommen in der Welt des Wahnsinns, Fremder. Oder geht. Wer weiß, es wird sich zeigen. Was? Ja. Tötete und fraß dort einen Boss mehr. Aber ich habe ihn nicht vertragen. Hab Fürst Chiogora den Vomitus gesehen. Ist also in Ordnung. Zum Opfern hier? Ein Körperteil wäre schön. Dann tretet vor den Schrein. Natürlich wird er nicht erscheinen, weil es nicht regnet. Er liebt den Regen. Und ihr braucht eine Opfergabe. Ich denke, dass ein kleiner Seelenstein, ein Salatkopf und etwas Schnur schon ausreichen dürften. Ja, so möchte es Chiogorath haben. Okay. Mein Junge, wir stehen vor meinem Schrein! Wie Schwesterlein gerade im Chat geschrieben hat. Vielen Dank fürs Folgen, Manu 04040. Okay. Ein Salatkopf könnten wir vielleicht sogar gerade am Start haben. Oder auch nicht. Aber ist ja kein Problem. Einen kleinen Seelenstein sollten wir am Start haben. Haben wir auch sogar gefüllt. Und Schnur. Ja, dann gehen wir am besten in das nächstbeste Haus. Vielleicht werden wir hier ja schon fündig. Dirs Haus. Die haben ja echt die beste Bude hier, ne? Nicht schlecht. Einfach nichts passiert. Hä? Die werden nicht wach oder sonst was, ne? Hä? Ich lad lieber. Die sind mir zu komisch. Federn. Da hinten haben wir ein paar Nahrungsmittel. Ah, hier haben wir. Oh. Oh. Das nehme ich doch mit Freuden mit. So, Tonnen. Nix. Ah, ein Reparaturhammer. Ah ja. Ich lese gerade was von wegen Goldglitch. Wir probieren das mal ganz kurz. Aber ich werde es nicht nutzen. Wir haben jetzt 166.000. Ah ne, jetzt hat das genommen. Naja. Haben die keinen Salat im Haus hier? Haben die wenigstens irgendwo Schnur? Mehl. Hauptsache Mehlsäcke auf dem Tisch. Ich schau nochmal hier, ob ich irgendwas übersehen habe hier. Auch ein Schnur. Aber nicht so aus, als ob die hier welche hätten.
Bekommen haben wir ihn nicht. Können wir ja anscheinend nicht abnehmen, das Teil. Ihm auch nicht. Fuck. Also, war nicht die Rede von Garn? Warum was? Hier. Ein Kopf Salat. Garn, jetzt brauchen wir... Okay, das haben wir hier. Dann brauchen wir nur noch Salat. Den kriegen wir doch schnell. Schock meines Lebens. Davo 85, vielen Dank fürs Folgen. So, Salat. Da hinten haben sie auch ein Feld, wie ich es mir schon dachte. Vielleicht finden wir doch gerade Salat. Was haben wir denn hier eigentlich? Tabakpflanze. Tabak gibt's selten. Mal gerade mitnehmen hier. So. Das ist... Nee. Hallo. Was ist das? Weizenstängel. Ach so, Weizen. Ja, klar. Rettich, Lauch, Kartoffeln, Pfeilwurst, Tomaten. Voll. Alles da, nur kein Salat. Besen. Da haben wir nochmal Garn. Das war doch genau das Haus in... Ah, nee. Schinken. Ein Reparaturhammer. Was ist hier strange? Überhaupt finde ich diese Häuser dezent strange. Ich habe den Pfeil übrigens gesehen. So, nur ein stinknormaler Eisenpfeil. Was ist das da? Oh, eine Jade-Halskette. Oh, da pennt jemand. Besen. Stoff. Ein Apfel. Alter, ey. Die sind ja alle arm hier. Was ist denn das für ein Dorf? Da ist noch ein Pfeil übrigens. Vorher speichern wäre noch eine Idee. Die haben übrigens alle sehr geile Waffen dabei, die man alle nicht mitnehmen kann. Finde ich echt schade. Eine Herberge. Hier könnten wir natürlich fündiger werden. Offenbar ist hier gerade keiner. Alter, die Käseauswahl hier, ne? Ih, was ist denn das? Olroy-Käse. Nie gehört. Einfach weil es alles Käse ist, müssen wir das mitnehmen. Mano! Da mal. War ich nicht. Übrigens, guten Abend, Gautwin, auf YouTube. Es muss ein geringer Seelenstein sein, lese ich gerade noch auf YouTube im Chat. Westerlein schreibt gerade, ich soll aufhören in der Taverne. Du kommst hier sowieso wieder hin.
Ah ja, okay. Gut, dann lade ich nochmal. Moment. Wir brauchen doch nur einen verdammten Salatkopf! Und einen geringen Seelenstein. Aber den kriegen wir schon. Wir brauchen immer noch einen verdammten Salatkopf. Wir reisen jetzt mal woanders hin. Am besten reisen wir mal direkt in die Kaiserstadt. Da sollten wir eigentlich alles finden dann. Marktbezirk. Da sollten wir alles kriegen, was wir brauchen. Wenn Morph wüsste, was er da macht. Ja, ich wüsste auch gern. So, jetzt habe ich mir vergessen, was ich wollte. Nee. Nee, wir sind hier, glaube ich, schon mal komplett falsch. Jetzt muss ich mein Gedächtnis wieder ein bisschen anstrengen. Wir waren ja schon seit 20.000 Jahren nicht mehr hier. Bring mir ein Bierchen. Vielleicht finden wir sogar einige Sachen schon hier. Übrigens ein guter Tipp für Neuanfänger bei Oblivion. In diesen Kisten hier finden sich durchaus sehr geile Sachen so zum Anfang. Zum Beispiel Reparaturhämmer findet man da einige. Man findet Nahrungsgegenstände, die man für Alchemie nutzen kann. Jetzt ist die Ausbeute gerade relativ mau. Auch viel suchen wir auch gar nicht. Da wäre noch zweimal Garn gewesen. Ja. Da ist ein ganzer Sack prall wie Sau, eine Feder drin. Ah, Salat. Okay, so, das haben wir. Das muss ich überlegen. Wo war nochmal der Laden mit den Seelensteinen? Gruß dem Helden von Cyrodiil. Ja, bestell ihm auch mal schöne Grüße von mir. Ich glaube, hier werden wir nicht fündig mit Seelensteinen. Nur Reparatur mal finden wir hier, die sind aber auch ganz, ganz toll. Ich habe den Dietrich übrigens gesehen gerade. So, da fällt mir übrigens gerade ein an der Stelle. Nach den ganzen Kämpfen, die wir jetzt ausgetragen haben, wäre es eigentlich mal wieder eine ganz gute Idee, wenn wir hier mal ein bisschen durchhämmern. Alter, wir müssen unseren Waffenschmied-Skill ja mittlerweile auch ganz gut hochgepusht haben. Ich will mal gerade schauen, wie weit wir eigentlich sind. Irgendwo konnte man da so eine Übersicht. Ach, hier unten. Ey, wir haben bald wieder Level Up hier. Nice. Schleichen fehlt uns theoretisch noch ein Punkt. Alchemie haben wir auch bald voll. Handelsgeschick, ja gut, das ist immer ausbaufähig. Waffenschmied, haben wir fast Level Up. Sind wir auch schon Geselle mittlerweile. Ja gut, hier stumpfe Waffen und so Nahkampf sind natürlich jetzt nicht gerade gut. Ist ja klar. Veränderungen habe ich nie gemacht. Zerstörungen kaum. Oh. Mit der Erstung sind wir schon ganz schön weit gekommen. Wortgewandtheit. Ja, stimmt, ein paar Pfeile holen wäre mal eine ganz gute Idee. Aber eins nach dem anderen. Vielleicht war das hier die vergoldete Karaffe. Ich weiß es nicht. Mal abspeichern und dann gucken wir mal nach. Liebesgilde und so. Ah, hier war ja auch ein Nirnwurz, fällt mir gerade ein, ja. Wieze. Meiner. Ich überlege gerade, die ganzen Tränke alle mitzunehmen. Das wollte ich eigentlich gar nicht haben, da. Egal, wir nehmen es trotzdem mit. Verticken wir dann alles.
das war's schon. Ist ja nicht sonderlich viel gewesen gerade. Aber auch hier werden wir vermutlich keine Seelensteine finden. Wo war denn das nochmal? Irgendwo konnte man Seelensteine kaufen. Der fruchtbare Münzbeutel, die sind so gut für... Ja, ja, die verkaufen Pfeile. Mystisches Warenhaus. War es eventuell hier? Warte mal. Ich glaube aber nicht, dass das hier war. Doch, hier ist es. Wir benötigen einen Geringseelenstein, ja. Wenn ich das richtig gelesen habe. Was ist das denn? Oh, egal. Federschuhe. Nein, ich stehle hier nichts. Hey, ich stehle ja auch nicht eure Sachen. Wo kommst du denn her, Alter? Gruß dem Helden von Cyrodiil. Will der jetzt? Halt. Dann. Verdammt. Mann. So ein Dreckskerl. Kam denn der auf einmal her? Ja, ich bin gut. Du bist gut. Ich soll Lucien Lachance seinen Besuch abstatten. Der Kollege ist tot. Sowohl hier als auch in anderer Hinsicht. Eventuell ist der Typ dadurch wach geworden. Ich beeile mich mal ein bisschen. Sauber ausgeräumt. Und jetzt nichts wie weg. Wir dürfen nichts vergessen haben. Okay, gut. Wir haben jetzt, glaube ich, auch alles, was wir theoretisch brauchen für die Quest. Hoffe ich zumindest. Ja, da haben wir denn viel zu verkaufen bei unserem Healer. So, haben wir jetzt alles, oder? Ja, tatsächlich. Nachdem ich die gewünschten Gegenstände am Schrein hinterlassen hatte, sprach Shiogora zu mir. Er erzählte mir von der Siedlung Grenzburg. Ich soll eine Prophezeiung simulieren, indem ich zwei Handlungen vollziehe. Ich sollte mit dem Schamanen in der Siedlung sprechen, um mehr über die Kashara-Prophezeiung zu erfahren. Ja, kaum gar kein Audio-Sample oder so. Scheinbar nicht. Schade. Och, Mano.
Ach man, ärgere mich doch nicht. So, da sind wir auch schon wieder in Grenzburg gleich. Bin ich mal gespannt. Leider hat jetzt das Sample gefehlt vom Sheogorath. Mann, ist hier Action. Sind in Angst geflohen. Ich habe viele Geschichten über den Schwarzmarkt gehört. Es scheint ein wirklich geheimnisvoller Ort zu sein. Bis später. Willkommen in Grenzburg, Fremder. Ihr seid hier willkommen. Ich bin Ribassa, der Schamane unseres Volkes. Okay. Xara-Prophezeiung. Ihr wisst von der Xara-Prophezeiung? Na? Wie seltsam. Seid ihr so etwas wie ein Gelehrter? Ich bin da. Wunderbar. Ich erzähle euch gerne mehr. Bereits unsere Väter und Vätersväter haben erzählt, dass unsere Zeit an diesem Ort einst zu Ende gehen würde. Mein Ur-Ur-Urgroßvater Xara sagt eine Zeit voraus, zu der die Götter uns drei Zeichen schicken würden, die das Ende der Welt ankündigen. Drei Zeichen. Dies sind die Zeichen, die vorausgesagt wurden. Als erstes wird es eine Ungezieferplage geben. Es heißt, dass es in unserer Stadt von Krankheiten übertragenden Kreaturen nur so wimmeln wird. Ratten, vermute ich. Fürchterliche kleine Biester. Ich habe immer etwas Rattengift zu Hause. Für den Fall, dass ich eines dieser kleinen Scheusale bei mir sehe. Dann folgt eine schreckliche Hungersnot. Es heißt, dass unser Vieh auf den Weiden tot umfallen wird. Einfach so. Ohne Grund. Wir haben nur die 6 Schafe auf unserer Weide. Und wir kümmern uns gut um sie. Und das dritte Zeichen? Eine schreckliche Seuche. Ich will nicht darüber reden, nicht mit einem Außenstehenden. Alles andere werde ich, soweit ich kann, beantworten. Gibt es dann noch etwas? Vielleicht wollt ihr ja etwas mehr über Grenzburg erfahren. Eigentlich würde ich gerne was mehr über die Seuche erfahren. Ich bin froh, dass ihr fragt. Ich könnte den ganzen Tag über unsere kleine Gemeinde reden. Wir sind nur eine Handvoll Khajiit, wie ihr sehen könnt. Viele unserer Abende verbringen wir um das Kochfeuer und erzählen uns Geschichten über Elsewhere. Der Duft unseres Essens ist meilenweit zu riechen. Wenn ihr bleiben wollt, solltet ihr euch ein Zimmer in der Grenzburg-Herberge nehmen. Wir haben nicht viele Besucher, aber bei Stasa gibt es ein leckeres Bier. Das ist sein Angebot. Hier gibt es auch die beste Käseauswahl im ganzen Kaiserreich. Ihr Käse hat ein derart kräftiges Aroma, dass sie ihn verschlossen in einer Kiste aufbewahrt. Käse. Willkommen in Grenzburg. Damit du denn. Willkommen in Grenzburg. Es freut mich, euch zu sehen. Nichts Interessantes. Wo müssen wir denn hin? Warte mal. Questlog erstmal. Ja, ich speichere erstmal. So, jetzt Questlog. Ribassa schlug vor, in der Grenzburg-Herberge zu übernachten, die offensichtlich eine umfangreiche Käsesammlung bietet. Der Schamane Ribassa erzählte mir von der Xara-Prophezeiung. Das erste Zeichen ist Ungezieferbefall. Das zweite Zeichen ist die Pest und alles Vieh soll daran sterben. Ich muss eine Möglichkeit finden, zuerst einen Ungezieferbefall hervorzurufen. Wir sollen die zwei Handlungen vollziehen, okay. Mit dem Schaman sprechen, um mehr über die Prophezeiung zu erfahren. Das haben wir gemacht. Dann gehen wir erstmal in die Herberge. Finden sich hügelige Farmgegenden. Ah, nee, nochmal. War das nicht? Mäh. Ah ja, hier ist die Herberge. Und ja, Tennessee, ich werde definitiv nach Battlefield ziehen. Auf jeden Fall nicht. Seid jederzeit willkommen in der Grenzburg-Herberge. Grüezi wohl. Wir haben nicht viele Besucher. Bleibt ruhig eine Weile bei uns.
Nehmt Platz oder seht euch um. Wir haben hier eine gute Käseauswahl. Wow. Eine der besten in ganz Tamriel. Ja, jetzt krieg ich Hunger. Käse. Das ist seit Jahren ein Hobby von mir. Ich habe schon Käse aus allen Gegenden von Tamriel gesammelt. Sogar den seltenen Olroy-Käse. Einen pikanteren Käse gibt es nicht. Er sieht harmlos aus, stinkt jedoch, dass einem die Augen übergehen. Bäh. Deshalb bewahre ich ihn gut verschlossen auf. Wenn ich damit kochen würde, würde der Geruch auch die letzten Ratten aus ihrem Loch locken. Darüber zu reden bereitet mir jedoch immer wieder Freude. Okay. Schwesterlein, du sollst auch nicht jeden Tag zu mir kommen, dann, wenn ich mal wieder, also nicht wenn ich mal wieder, sondern wenn ich zurück nach Deutschland gezogen bin, sondern du sollst einfach bei mir bleiben. Punkt. Bett. Ihr könnt eine Kammer für die Nacht haben. 10 Goldstücke pro Nacht. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Also gut. Kammer Nummer 1, gleich neben dem Eingang. Schlaft gut. Vielen Dank. Handeln. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Warum hat eine Gastwirtin sowas im Angebot? Wobei, das ist eigentlich ganz geil. Muss ich sagen. Der hat viel zu wenig Käse am Start. Auf Wiedersehen. Ihr seid jederzeit in Grenzburg willkommen. Quatsch, wenn die voll. So. Mal schauen. Ich glaube, wir sollten vielleicht ein bisschen länger pennen. Haben es jetzt 8 Stunden. Bett. 3 Uhr nachmittags, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr. Da müssen wir mal ein bisschen was draufpacken. Warte mal, 4 Stunden. Dann haben wir es Mitternacht. Wenn sie damit kochen würde, würde das auch die letzten Ratten aus ihrem Loch locken. Hey! Nanny! Ah, die pennt hier. Okay. Wenn sie damit kochen würde. Warte mal. Guten Abend. In your face, wenn ich das richtig ausspreche. Nicht unbedingt regelmäßig am Stream, aber immer mal wieder, ja. War ich nicht. Oh. Das nehmen wir erstmal mit. Vielen Dank. Behaltet eure. Ich will das haben. Behaltet eure. Ich will das haben. Behaltet eure. Will das haben. Okay, klappt nicht. Richtig Hunger, weil ich den ganzen leckeren Käse hier sehe. Was ist eigentlich in diesem Zimmer hier drin? Welcome to the game. In your face! Vielen Dank fürs Folgen! Zweimal dasselbe Buch in einem Zimmer. Hier ist nichts.
kochen? Wenn sie damit kochen würde. Ich habe den Euroi-Käse in den Kochtopf gegeben. Ein erstaunlicher Geruch entströmt ihm. Oh, lecker. What the fuck? Was ist da los, Alter? Ich habe viele Ratten mit dem Käse nach Grenzburg gelockt. Ich sollte mit Ribassa sprechen, um zu erfahren, ob dies als ein Teil der Prophezeiung ansieht. Ah, da kommt er ja gerade. Wir haben damit nichts zu tun. Irgendwie hätte ich jetzt Lust, so einen Zauber irgendwie zu machen, weißt? So einen Massenzauber. Alle Ratten fliegen einfach weg. Nein, ich mag Ratten. Ihr habt es gesehen! Ihr habt das erste Zeichen gesehen! Vielleicht ist dies der Beginn des Xara! Vielleicht, ja. Es ist soweit! Wir sind verloren! Dem Untergang geweiht! Lauft, Fremder! Verschwindet! Nein, ich find's lustig. Ich will zuschauen. Schönen Tag. Was geht denn bei der eigentlich ab? Die gerade gefurzt? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier so... Das geht tatsächlich. Rattengift. Ah. Nö, meins. Was ist das eigentlich? Ist das eine Zutat in dem Sinne? Rattengift, tatsächlich. Cool. Aber einfach mal Rattengift aufgesammelt. Vor allem, wie riesig das bitte war, ne? Ey, war so erstmal 5 Kilo Rattengift auf den Boden gelegt. Ihr könnt nicht dort entlang. Meh. Okay, das nächste Zeichen wäre dann... Oh, das habe ich wieder vergessen. Ach ja, genau, das mit den Schafen. So... Ja, wie geht's jetzt weiter, ist die Frage. Die Pest. Vielleicht kann man die Schafe mit dem Rattengift fangen. Vielleicht? Wer weiß? Vielleicht? Scheint nicht so gut zu funktionieren. Huch. In den Fressnapf. So fressen die das nicht. Ja, Futtertor. Rattengift den Futterdruck geben. Ja. Ich habe den Futterdruck vergiftet. Weißt du, genau in dem Moment wollen natürlich alle fressen. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist der Nummer 6? Lass das hier einfach mal offen. War, ich glaube, vorher auch offen. Die Ratten sind irgendwie alle abgehauen. Mano. Schwesterlein sagt, ich soll die Tür zumachen. Shirgorath gratulierte mir für die Simulation der ersten beiden Zeichen der Xara-Prophezeiung. Ich soll ins Stadtzentrum gehen und dort auf das letzte Zeichen warten. Eine Seuche, wie er ja sagte.
Der gute Khajiit Schamane. Oh, die armen Schafe. Stadtmitte, jetzt nur die Frage, wo ist die Stadtmitte? Mapcheck. Eigentlich hier. Ah. Sheogorath mag Regen. Fuck. Einfach voll der Oblivion-Himmel, weißt du? Guten Abend, Adler Mannheim 55. Irgendwie sind alle gerade sehr seltsam am... Der Fuck. Ernsthaft? Ich wurde Zeuge, wie Sheogorath die Schreckenspest erstellte. Ich sollte zum Schrein zurückkehren. What the fuck? Ey, da was da los, ey? Das Kshara ist wahr geworden. Ihr Götter beschützt uns. Wo sei der Priester hin? Der hat sich irgendwie aus dem Staub gemacht. Na gut. Kehren wir zum Schrein zurück. Bin ich mal gespannt. Welcome to the game. Zombie-Kotze, vielen Dank fürs Folgen. Auch mal ein sehr kreativer Name. Yo, Shaggy. Wabayak! Yeah! Sheogorath belohnte mich für meine Mühen mit Wabayak. Auch sagte er mir, ich solle nach Grenzburg zurückkehren, um das dritte und letzte Zeichen zu sehen. Aber doch. Wenn es um Schoko oder Vanille geht, Vanille. Bin ich ebenfalls dafür. Jetzt habe ich extrem Hunger. Wabayak! Wir sollten von hier verschwinden. Ach Quatsch, habt ihr nicht so. Ein Wahnsinniger ist auf freiem Fuße. Heul nicht rum. Ich bin auf eurer Seite. Ja, der war bei Jakobs klasse. Wir sollten von hier verschwinden. Mensch, du hast sie gekillt. Das kannst du doch nicht machen. Was würde ich nie tun? Nie würde ich sowas tun. Jemand wurde angegriffen. Ich bin auf eurer Seite. Oh. Da waren die Ladung alle. Was sollen wir nur tun? So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Wir sollten von hier verschwinden. Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Das Ende aller Dinge ist gekommen. Das ist unser Ende. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ach, jetzt habt dich doch nicht so. Der Schrecken, der Schrecken. Was sollen wir nur tun? Tja, hier hat alles angefangen. Weißer Käse fällt doch überhaupt nicht auf da am Feuer. Was sollen wir nur tun? Wir sollten von hier verschwinden. Kann ich eigentlich... Oh, schade, hätte er klappen können. Sie vielleicht wieder aufstehen oder so. Lol.
Ah, schade. Okay, ich glaube, hier haben wir tatsächlich abgeschlossen. Hier gibt es gar nichts mehr zu sehen. Und wenn es darum geht, Skyrim oder Oblivion, ganz klar Oblivion. Skyrim ist einfach so, na. Kann man machen, muss man aber nicht, ne? Was? What the fuck? Das ist einfach so gespawnt. Was? Spawnt einfach mal ein Skelett-Champion. Und da ist er schon wieder weg. Nochmal. Toll. Komm mal hier, 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 komm mal hier, hier, komm mal hier, hier. Alter, das sieht so falsch aus, ey. Dabei fällt mir gerade auf, dass ich heute übrigens noch überhaupt nichts gegessen habe, soweit ich weiß. Mal so ganz am Rande erwähnt. Übrigens, was machen wir als nächstes? Oh, auf dich ja jetzt Bock, ey. Ganz schlechte Idee, mein Freund. Ganz schlechte Idee. Es gibt ja noch weitere Dedra-Questen, die wir machen können. Die war auf jeden Fall schon mal sehr geil. Mir sehr gut gefallen. Ich warte auf eure Boetia. Die haben wir doch schon gemacht. Boetias Prüfung, oder nicht? Da bin ich mir relativ sicher, dass wir die gemacht haben. Namira weiß ich gerade gar nicht. Noch einer von dir. Bist wohl nicht die Einzige. Da juckt erstmal spontan mein Ohr. So, ist Dietrich hier. Den Manfred noch mitnehmen. Irgendwie sieht es hier sehr nach Goblin aus. Na, warte mal. Ist jetzt nur einer hier oder ist hier keiner? Ah ja. Ah ja, haben wir wieder jemanden, der da oben rumgammelt. Boah, jetzt juckt mein Ohr schon wieder, ich krieg die Krise, Moment. Für Namira musst du hässlich sein, wett? Was denn das für eine Quest, wo du hässlich sein musst? Nein, du bist zu schön. Du darfst die Quest nicht machen. Nur ein Knochen dabei. Schwesterlein macht mich neidisch. Ich möchte auch einen Pudding haben. Einfach eine Truhe, nichts drin. Schmuckkiste, nichts drin.